Die imposante zweitürmige Kirche St. Stephan in Mainz-Gonsenheim wurde als Vorgängerkirche 1401 das erste Mal erwähnt. Bei mehrfachem Neu- und Umbau erhielt die Kirche im Backsteinbau und im neugotischen Stil ihre imposante Form. Chor und Querhaus stammen aus den Jahren 1870 bis 1872. Das lange Schiff und die ca. 60 Meter hohen Türme wurden 1905 bis 1906 errichtet. Durch die imposante Größe war sie die größte Landeskirche in Rheinhessen und wurde deshalb als Rheinhessendom bezeichnet. Die dreischiffige Hallenkirche steht in der Tradition hessischer Hallenkirchen des 14. Jahrhunderts mit Doppelturmfront. Nach der Renovierung um 1906 präsentiert sich die heutige neugotische Form. 1960 erfolgte eine Innenrenovierung. An der Sakristei befindet sich ein Barockportal von 1733. Dieses stammt von der 1905 abgerissenen Barockkirche.